Die Idylle wurde nicht nur für mich gestört, sondern vor allen Dingen auch für meine Eltern, als Hitler 1933 die Macht ergriff und sie in ihrem Berufsleben sehr beschränkt wurden. Denn meine Mutter war Jüdin, mein Vater war christlich, also arisch nach damaliger Terminologie. Und das Streichquartett bekam Konzertier. Es wurde dem Streichquartett verboten zu konzertieren. Oder es wurde ihnen zumindest sehr erschwert. Und es löste sich auch auf dann danach. Das bedeutete, dass die Einkommensverhältnisse sich sehr verschlechterten für meine Eltern, dass sie also dann zusammenziehen mussten und dass das Zusammenleben der Eltern durchaus auch Probleme enthielt in einer relativ kleinen Wohnung, denn sie konnten eine größere sich nicht leisten. Und dann verschlechterten sich die Lebensumstände, also ich würde sagen monatlich, wenn nicht wöchentlich, durch die Erlasse zur Diskriminierung der jüdischen Minderheiten in ganz Deutschland und ganz auch besonders in Ostpreußen. Ihr Vater, Sie sagten gerade, war kein Jude. Inwiefern wurde er denn trotzdem mit Repressalien bedacht? Naja, er konnte erstens sein geliebtes Streichquartett nicht weiter managen und ausüben. Er hatte ein Musiklehrerinnen-Seminar gegründet, das damals etwas Neues war. Ein Bund für moderne Tonkunst, für neue Tonkunst. Und hatte da auch die Satzung verfasst. Und diese ganzen Organisationen, die er da gegründet hatte, sollten der Universität angeschlossen werden. Und das hätte natürlich dann auch den Vorteil gehabt, dass mein Vater wahrscheinlich da auch eine andere Anstellung bekommen hätte, als er nachher haben musste, als das für ihn verboten war, weil er mit einer Jüdin verheiratet war. Es war also auch für den sogenannten arischen Teil vom größten Nachteil, mit einer Jüdin verheiratet zu sein. Und meine Schwester und ich, wir sind jüdisch erzogen worden, weil wir ja mit meiner Mutter zusammenlebten. Und meine Mutter hat einen Rabbiner gefragt, was denn ihre Kinder nun sind, wenn sie Mischlinge Kinder sind. Da hat der Rabbiner gesagt, da gibt es gar keine Frage. Nach jüdischem Gesetz sind die Kinder einer jüdischen Mutter jüdisch. Und wir wurden dann auch jüdisch erzogen, in der jüdischen Gemeinde angemeldet. Wir konnten ja, auch meine Mutter konnte ja damals nicht wissen, 28, dass es einmal einen Herrn Hitler gibt, der dann 1935 die Nürnberger Gesetze für richtig halten würde, in denen also jüdisch erzogene Kinder und eine jüdische Mutter, die mit einem Christ verheiratet waren, als Juden gelten, die allen Diskriminierungen, die für Juden erlassen und ersonnen wurden, dann auch Gültigkeit hatten. Meine Mutter und ich, wir wurden Geltungsjuden genannt, also wir galten dann als Juden im Unterschied zu den sogenannten privilegierten Mischlingen, die also christlich erzogen waren bei ungleichen Elternteilen. Die wurden privilegiert genannt, obwohl sie es ja gar nicht waren, sondern nur im Verhältnis zu den sogenannten Geltungsjuden, die als Juden galten. Aber wir, die wir als Juden galten, mussten dann später den Zunamen Sarah und Israel annehmen. Also meine Mutter, die weiblichen den Zunamen Sarah und die männlichen den Israel. Wir hatten dann das J in dem Ausweis. Und also ich kann das gar nicht aufzählen, was es dann alles an Verschlechterungen in den Lebensbedingungen gab. Bis zum Schluss keine Lebensmittel oder sehr wenig Lebensmittel gab, wir den Stern tragen mussten und zur Zwangsarbeit abkommandiert wurden, was ich dann mit 13 Jahren auch zu tun hatte.